Miese Teaser ist zurück. Tante Claudia räumt auf und wer im Camp hat eigentlich noch nie für Geld gestrippt? Und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning in the Morning, Kränke. Und, hast du schon mal für Geld gestrippt? Nee, also nicht, dass ich mich erinnern könnte. Okay. Ich bin aber auch sehr müde, vielleicht habe ich irgendwas vergessen. Ja. Es ist heute eine Folge, die an unsere insgesamtige Müdigkeit vom Wochenende anschließt. Und das half, ehrlich gesagt, heute nicht so sehr, dass wenig passiert ist. Super wenig passiert. Ja. Sehr, also, aber es war insgesamt eine absolut überraschende Folge. Also, dass wenig passiert, damit hätte ich nicht gerechnet, weil ja. Wir bisher eigentlich ganz verwöhnt waren, ja. Fand ich. Dann, dass direkt jetzt auch schon eine Schatzsuche ja. ausgegraben wird, so früh in ja. der Staffel, wobei wir natürlich nicht wissen, ne, haben wir ja schon oft besprochen, wie viele Schatzsuchen finden an denen statt und vielleicht werden ja auch welche aufgenommen, die nie ausgestrahlt werden und sowas. Ja, sehr, sehr überraschend. Und überraschend dann, dass zum Schluss, dass Jana in die Dschungelprüfung gewählt wurde, aber eins nach dem anderen. Ja. Wir fangen an, tatsächlich mit diesem wenig passiert. Also es war so krass, dass tatsächlich ein alter Beitrag von gestern um den Streit ums vegane Essen nochmal aufgewärmt wurde und ein bisschen angereichert. Also wie so ein schlechtes Mikrowellenessen, als es nochmal uns präsentiert wurde. Und ich dachte, okay, RTL. Ist das für die Leute, die am Wochenende Freunde hatten und deswegen nicht mitbekommen haben, was passiert ist oder was war das? Also total eigenartig. Es passt auch nicht, es passt irgendwie auch alles nicht zueinander. Vielleicht ja. wollte man noch mal so ein bisschen versuchen abzustecken, wo denn vielleicht so Risse im Camp verlaufen. Also wer auf welcher Seite steht, das war ja auch das Thema. Man hatte schon, wir haben ja schon den Eindruck, dass wir keine Einheit sind und es gibt so ein paar Aufspaltung oder so, das wurde ja auch besprochen. Aber so vielleicht offen, dass so offensichtlich die Kandidatinnen sich Blöcken zuordnen, wie im Kalten Krieg, ist jetzt auch neu, oder? Also, dass sie es immer taten, das ist schon klar, aber dass sie quasi offen sagen, ja, ich bin Team XY, das ist neu, ja. oder? Ja, gut, okay, das stimmt, das habe ich auch so noch nicht gehört. Ja, das eigenartig, wie gesagt, dann die Schatzsuche, die ja auch ein Beitrag von 10 Minuten war, so ja. genau, da habe ich nicht drauf geachtet. Und dann trotzdem aber, wie viele Minuten überzogen denn ist? Was sagt denn hier der Überziehungscounter? 26 Minuten, wir sind jetzt bei 109 Minuten. So, 26 Minuten überzogen, ja. dafür, dass gar nicht viel passiert ist, also so kleine Bits and Pieces, Informationen über alle möglichen Menschen, die wir mitgenommen haben, aber richtig viel passiert ist nicht. Oder ist es, oder braucht es das zwischendurch auch, damit wir nicht komplett überfrachtet werden, so wie es bei Akte X auch immer die Monster of the Week Folgen geben musste, damit die Folgen, die die Main Story nach vorne gebracht haben, dann einfach mehr Wirkung entfalten konnten. Ja, aber die Monster of the Week Folgen gingen nicht in Spielfilmlänge. Das stimmt. Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken. Das ist völlig richtig. So, also, ich habe immer das Gefühl, also wir leiden unter dem Problem, dass der RTL Sendezeit oder Werbezeit verkauft hat und die irgendwie füllen muss. Und das war heute so eine Episode. Es war so ein bisschen gestreckt alles. Es gab nicht so viel Substanz am Ende, sehr viel Gestreit um das Essen. Das war so das durchgängige Theme immer mal wieder, auch in den Witzen, in den Zwischenmoderationen. Aber insgesamt war wenig los. Es haben sich nur so zwei Sachen nochmal rauskristallisiert. Die eine Sache ist, dass ich komplett falsch lag in Sachen Gigi. Dass es einfach das absolute Arschloch ist. Ja. Ich weiß nicht, wie ich mich so irren konnte. Wurde ich von seinem Bauch geblendet? Von. Weiß ich nicht. Also mit welchem Bauch? Ja. Verwechselst du ihn gerade mit Cosimo? Ja, den nicht vorhandenen Bauch, hier dem Sixpack, wie es so schon heißt. Cosimo hat einen One-Pack. Das ist, so habe ich es gedacht. Ja.
Ja, ist ganz witzig, ne? Oder ist das bei dem schon die Langeweile der Zigarettenverzicht und so, dass der jetzt einfach so ausflippt? Denn es ist ja alles, ich finde es auch alles schon sehr irrational. Ja, definitiv. Ne? Also, dass er überdreht und dass er auch arschig und irgendwie kacke ist. Ist ja okay. Also, das haben wir jetzt festgestellt, aber das kann man ja auch sein und dabei noch irgendwie nachvollziehbarerweise über irgendwas sauer sein oder so. Aber das war ja hier einfach gar nicht so. Er hat einfach nur gesagt: Oh, die Stimme von Tessa nervt mich. Die nervt mich komplett zu Tode. Ach, jetzt sabbelt die ganze Zeit. Dabei ist er doch eigentlich derjenige, der den ganzen Tag labert und irgendeine Scheiße erzählt. Ja. Und auch so völlig Belangloses. Naja. Wir haben aber auch erfahren, nicht nur, dass Gigi jetzt das komplette Vollarschloch ist und du dich geirrt hast, aber gut, dass du es zugegeben hast, Dennis, Dankeschön, das ist auch viel wert. Wir haben auch erfahren, dass Claudia ein Medium besucht hat, nachdem ihre Schwester verstorben war und die ihr gesagt hat, dass sie in die Kirche gehen muss und ihrer Schwester sagen muss, dass sie ihr verzeiht. Und dann war alles wieder gut. Wir haben erfahren, dass Jamila bei ihren Großeltern gelebt hat und die ihr ganzes Geld versoffen haben und sie als Kind Hunger leiden musste. Wir haben erfahren... Da muss ich nochmal einhaken. Das war quasi mein zweiter Punkt, was ich nochmal... Ja. Jamila ist eine komplette Überraschung. Eine so herzliche Person, eine so ruhige Person. Warum auch immer... Ich hatte es, glaube ich, schon in der letzten Folge gesagt, diese laute Zickigkeit, 2005er Zickigkeit, die ist einfach nicht vorhanden. War die jemals da? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber eine so einfach grundsympathische Frau, es ist eigentlich fast schon traurig, dass man jedes Mal, wenn man ihr ins Gesicht guckt, einfach lachen muss, weil diese Lippen sind einfach so präsent. Wieso? Was ist denn mit den Lippen? Das fällt mir gar nicht auf, Dennis. Es ist, als hätte sie zwei Bockwürstchen im Gesicht. Tut mir leid. Und gleichzeitig ist es einfach so eine so herzliche Person, die auch darüber lachen kann tatsächlich. Es ist einfach so wunderschön. Und hier quasi mein Spoiler für meine Prognose für später. Ich sehe sie hart in der Nähe der Top 3. Ich finde, also das stimmt, die ist nett und die ist irgendwie, das ist auch ganz witzig, aber ich finde die super langweilig. Ich finde die einfach super langweilig. Gibt mir gar nichts. Du bist ja auch enttäuscht von Claudia Effenberg, dass sie halt mehr tantig ist als zickig oder mehr tantig als, weiß ich nicht. Na, sie ist, also Claudia, finde ich, lässt immer mal wieder zumindest durchblicken, dass da mal irgendwann der Vulkan auch explodieren könnte. Sie ist ja jetzt durchs Camp gelaufen und hat abends auf alles, auf den ganzen Saufstall gezeigt, der da rumlag. Hier Klamotten auf dem Boden und da irgendwie Geschirr nicht weggeräumt. Und da hat sie ja auch, ist ja ein bisschen aus sich rausgekommen, ne? Und hat gesagt, hier, da muss ich jetzt auch mal, Feldwebel hin oder her oder so, da muss ich jetzt mal irgendwie sagen, so geht das nicht und da muss ich mal aufräumen oder so. Sie hat, glaube ich, so ein bisschen keine Lust mehr auf so Larifari. Und wenn sie braucht irgendwie noch was sie hart triggert. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegen könnte. Und dann habe ich die Hoffnung, dass da noch mal ein bisschen was explodieren könnte. Irgendjemand muss sie mal nerven. Das wäre ganz schön. Aber ich weiß nicht, wer das tun kann. Ich glaube, diesen beide vermutlich altersmilde geworden einfach. Ja, Moment. Vermutlich, ich hab eine Vermutung. Ja. Verena ist ja ihre gute Freundin. Ja. Oh, das hält nicht lange. Nee, aber wenn jemand nochmal Verena angeht und jetzt nicht so wie in den letzten Tagen, wo das ja auch irgendwie einen Hintergrund hatte, sondern einfach nur gemein und biestig und böse, ja, vielleicht übertrieben, so eine emotionale Reaktion, so wie wir es auch von Jolina gesehen haben, die dann miese Laune bekommen hat, weil die Leute nach dem Essen direkt ins Bett gehen und keiner mehr aufräumt, ist ja quasi was, ne, das Gleiche gewesen, aber so ein Rage-Mode startet und dann so ein bisschen um sich haut, auf Verena, dann könnte es sein, dass Claudia kippt. Das fände ich irgendwie schön. Also so ein bisschen blitzt es durch, aber es reicht noch nicht ganz. Und in dieser Folge hier heute sowieso nicht, weil passiert ist ja nicht viel. Ja.
In der Tat. Das Einzige, was mir noch so aufgefallen ist, tatsächlich, weil du gerade Verena ansprachst, ist, ich hatte das Gefühl, dass der Streit, den sie da angezettelt hat, vor allem auch eine Aufmerksamkeitsnummer ist, tatsächlich, um Sendezeit zu gewinnen. Also das wirkte einfach so fake alles, das Aufgerege, dafür, dass sie halt sehr wohl immer betonte, sie wisse, wie es hier läuft und Marc Terenzi hat ja alles erklärt und verraten und sie erleuchtet. Der ist ja auch so hilfsbereit. Ja, und so hilfsbereit überhaupt. Tut sie sehr, hat sie das mit dem veganen Essen und was vorher angemeldet, sag ich mal so, das war sehr künstlich. Das war so mein Eindruck. Deswegen hatte ich eher tatsächlich erwartet, um jetzt quasi überzuleiten zum Prüfungsabo, dass wir sie eher heute tatsächlich in der Dschungelprüfung sehen und nicht Jana, die es tatsächlich geworden ist. Ja, aber das ist, glaube ich, ähnlich bei Verena, ähnlich wie bei Gigi. Ja. Die sind einfach zu nervig. Das kann gut sein. Ich meine, du rufst dann ja auch nur für Leute an, die dich irgendwie unterhalten. Ja. Und wenn du einfach nur von denen genervt bist oder die einfach nur irgendwie Scheiße erzählen, dann ist es ja nicht unterhaltsam. Das stimmt. Da könntest du voll recht haben. Ich weiß aber nicht, warum es dann Jana geworden ist. Ich dachte, Jana ist so eine Kandidatin, die tatsächlich der Grundkonsens, die geht allen auf den Sack, weil dieses Urkraftgelaber und überhaupt und dieses Energiebälle, die irgendwo rauskommen und wieder reingehen und dieses kurz vorm Steine stapeln. Ja. Da habe ich auch nicht verstanden. Ja. Da bin ich auch gespannt. Also überhaupt erstmal ihre Performance. Null Einschätzung, wie sich das durchzieht. Es ist eine Actionprüfung. Deswegen gönne ich, also vermute ich mal, dass es schaffen wird. Ich glaube, sie hat die körperlichen Fähigkeiten dafür. Sie wird auch, glaube ich, den Ehrgeiz dafür haben. Und Actionprüfungen sind tatsächlich immer ganz lustig und nicht so kompliziert am Ende. Also es ist nicht so, wie du es gleichzeitig Ekel und Intelligenz anstrengen musst, sondern du musst einfach nur den Plan haben. Deswegen wird sie das durchpacken und dementsprechend wird sie nicht mehr wiedergewählt. Und das Prüfungsabo ist beendet. Das ist tatsächlich ganz schön, das finde ich auch gut. Ist auch sehr schön, dass die Dschungelprüfung mit Gigi und Tessa sehr unaufgeregt ablief. Sieben Sterne ist kein Bombenergebnis, genau. Aber auch kein ganz schlechtes. Und die hätten noch ein paar mehr bekommen, wenn Gigi nicht ein bisschen getrödelt hätte. Passiert aber, alles nicht so schlimm. Prüfung auch eher von der langweiligeren Sorte. Und das war, glaube ich, alles in allem hat ganz gut dazu beigetragen, dass Tessa da mal rausfällt aus der Nummer. Aber hatte ich ja auch gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass das nicht ewig so weitergeht, weil die einfach zu gut ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die jetzt macht. Jetzt, wo sie wird das ja auch verstanden haben, dass sie nicht mal ein Vielleicht bekommen hat. Ne? Bin mal sehr gespannt, was sie jetzt so als nächste Stufe zündet. In den ersten Tagen war ich ja sehr überzeugt von ihr, dass sie das alles sehr, sehr gut im Griff hatte und das sehr, sehr gut mitgemacht hat, dieses ganze Dschungelspiel. Und es mir so schien, als hätte sie es verstanden. Aber jetzt muss eigentlich eine kleine Reaktion kommen. Nichts Großes, aber so ein bisschen was machen sollte sie, glaube ich. Wenn nicht in der nächsten, dann aber in der übernächsten Folge, um so ein bisschen auch das Momentum nicht zu verlieren. In der Tat. Hast du noch was? Sonst ist es eine relativ kurze Folge auch für uns. Also nee, es ist eine Inhaltslehre, dafür dann für uns kurze Folge. Ja, aber das macht ja auch nichts. Ja. Das macht ja auch gar nichts. Was versprichst du dir denn von den nächsten Tagen, Dennis? Und siehst du jetzt klarer? Und kannst du jetzt auch vielleicht schon irgendwo Licht am Ende des Tunnels sehen? Und kannst du da, wenn du durchs Fernrohr schaust, schon sehen, wer sich da auf dem Podium abzeichnet? Ich habe das Gefühl, ich laufe wieder in eine Falle, dass du halt dann danach sagen kannst, auf der Juristerei. Ja, das müssen wir mal sehen erstmal. Ich trete trotzdem da mal rein. Wohlwissend. Ja, mach das. Weil ich ja diesen Podcast trage im Gegensatz. Also. Es hat sich tatsächlich wenig geändert. Ich glaube immer noch, dass wir auf so ein Dreier-Duo haben werden, das kämpfen wird. Eine bekannte Promi. Ich weiß nicht, ob es Claudia noch ist. Ich habe Damelia da mein. Es wird noch eine dritte Person geben, also diese Unbekannten. Ich habe meine Hoffnung auf Julina noch nicht abgeschrieben, dass da noch was kommt in der zweiten Woche, wenn es dann wirklich losgeht und man sich auch in den Vordergrund drängen kann mit Prüfungen und sich beweisen kann. Und Nummer 3, wird schwierig, kommt so ein bisschen drauf an, was sich jetzt noch entwickelt.
Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Wer es definitiv nicht wird, das kann ich dir schon sagen, Lukas Kondalis. Ja, oh mein Gott, was für eine Schnarchnase. Und ist sie wieder, er hatte heute auch wieder so eine Szene, da ist er wieder hingegangen und hat irgendwie, ach Tessa, jetzt isst doch mal was. Das ist einfach seine Aufgabe. Hier, pass mal auf, wir dürfen keine Zigaretten teilen. Jetzt, das ist ein Regelverstoß. Tessa, jetzt isst doch mal was. Das kann bedrohlich werden. Kein Wunder, dass du Kopfschmerzen hast. Möchtest du auch noch meinen Salat? Das ist Lukas Kondalis. Wobei den größten Allmann-Move in dieser Sendung hat tatsächlich Papis geliefert mit dem Spruch, in Afrika verhungern die Kinder. Und ihr macht so eine Szene. Ach, wie schön. Ah, ja. Ich war jetzt aber gerade, du hast mich jetzt, das ist sehr interessant, auch von dir jetzt, meine Prognose einfach so zu unterbrechen und dann später so zu tun, als hätte ich keine gehabt. Ich glaube, und da würde ich mich jetzt schon drauf festlegen, ich glaube, Cosimo kommt sehr weit. Der hat nämlich, der hat so eine alberne Trotteligkeit an sich und ist sehr weinerlich, aber irgendwie ist das auch, das tut auch keinem so richtig weh. Und, Achtung, ein ganz, ganz gewichtiger Faktor, den haben wir heute kennengelernt. Sonja Zietlow ist Cosimo-Fan. Ja. Und Sonja Zietlow hatte immer schon einen guten Riecher dafür, welche Kandidaten gut sind oder beziehungsweise er hat immer Kandidaten gut gefunden, die am Ende auch sehr weit gekommen sind. Vielleicht ja. Natürlich auch ein bisschen dann beeinflusst durch sie selbst, weil sie auch Teil der Sendung ist, aber ich glaube, Cosimo kommt tatsächlich weiter, als wir alle dachten. Da könntest du recht haben, das war tatsächlich der Dritte, der mir so ein bisschen fehlte. Das ist so, da sehe ich ähnlich wie du tatsächlich. Claudia performt gar nicht, ich sehe weiterhin Tessa noch ziemlich weit vorne. Und Papis, der kam jetzt nicht so richtig vor, der muss nochmal irgendwie zünden, ja. Aber das ist irgendwie so ein typischer Dschungelkandidat, habe ich den Eindruck. Der ist so ein bisschen strange von seiner Art her, hat auch irgendwie einen lustigen Akzent. Das sind alles irgendwie so Sachen, die so RTL-Zuschauer gutieren, ist mein Eindruck. Der muss einfach jetzt nur noch ein, zwei Mal in Dschungelprüfungen richtig gut abschneiden. Ja. Definitiv, das ist, glaube ich, was ihm fehlt. Sonst liefert er alle richtigen Zutaten, irgendwie anders sein, wie du sagtest. Er ist irgendwie im Camp beteiligt, ist irgendwie immer mittendrin tatsächlich. Im Gegensatz von Lukas Kondalis, der nicht existent ist, aber Papis ist immer meistens irgendwo mittendrin. Ja, und ist auch immer total korrekt, ja. Und nett und freundlich und das finden die Leute auch gut. Ja, genau. Deswegen, das könnte dann die Nummer 3 sein aus dieser sehr unbekannten Riege der Camperinnen. Haben wir noch Quoten? Habe ich nicht offen. Sekunde. Reichen wir nach. Auch nicht, wir dürfen jetzt ja auch nicht den Fehler machen, hier zu viel Inhalt jetzt reinzubringen in die Sendung, denn das hatte der Dschungel ja auch nicht. Genau. Dann, ja, dann müssen wir uns auch nicht länger quälen als nötig. Und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns folgen auf Twitter. Da sind wir @dschungelpod. Da twittert Dennis in der Regel die ganze Zeit zur Sendung. Ich schaffe das nicht. Ich muss einfach versuchen, auf dem Sofa nicht einzuschlafen. Und wenn ihr uns sonst wie noch unterstützen wollt, dann könnt ihr uns gerne eine Bewertung da lassen. Bei Spotify ein Sternchen geben oder auch ein paar mehr oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr es tun. Auf dschungelpodcast.de/unterstützen findet ihr alle Informationen, wie ihr das tun könnt. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, bis bald. Tschüss. Tschüss.